Stimmt das wirklich? Ja. Stimmt wirklich. Stimmt, ja, ja, das stimmt. Aber in Köln wird man fahren, das eine Biss verzellen, ne? Nee. Also immer, wenn ich um die Uhrzeit in irgendeiner Sendung bin, das letzte Mal war ich in irgendeiner Show, da haben sie, ich glaube, eine Stunde über, oder eine halbe Stunde über Darm und Kacke gesprochen. Ich glaube, das war auch hier bei uns. Ich glaube, im Ernst, das war Darm mit Charme. Das ist eine sehr junge Medizinstudentin, die einen riesigen Bestseller gelandet hat, genau mit diesem Thema. Julia Enders, oder Julia Enders, so heißt sie. Und die so faszinierend wie niemand anderer über den eigenen Darm berichtet. Zufälligerweise war ich da auch hier. Warst du auch? Also, ich war was anderes. Schließt sich der Kreis. Schließt sich der. Ja. Also, das ist ja weg. Weg davon. Ja. Der Dschungel ist eine ganze Weile her. Wir haben dich gesehen bei Let's Dance in der Zwischenzeit. Mhm. Wie geht's dir? Wie schaust du auf das zurück, was da jetzt passiert ist? Du bist ja da rein. Wir haben das alle gesehen damals und dachten, oh, 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 oh. Mhm. Das könnte böse werden, für sie vor allen Dingen, weil du dort auf eine Art und Weise unbequem warst, sage ich mal, für die anderen Mitbewohner, Mitcamper. Dass man dachte, okay, die wird es jetzt schwer haben. Und dann kippte das Ding plötzlich. Hat das angehalten? Also ich muss ganz ehrlich sagen, Dschungelcamp war für mich schon so ein Sprungbrett. Mhm. Vor allem jetzt in Deutschland. Ich habe danach sofort das nächste Angebot bekommen für Let's Dance, was für mich Wahnsinn ist. Weil Let's Dance ist die größte Ehre, die man haben kann. Weil nach dem Dschungel, dann in so ein Format rein, ist schon eine super Sache. Warum ist das eine Ehre? Eine Ehre insofern, weil es halt schwierig ist, teils dann vom Dschungel gleich in so, weil Let's Dance ist ein seriöses, wirklich hochqualitativ gutes Format, wo wirklich einfach gute Leute sind, wo es um Leistung geht, wo man sich von einer ganz neuen Seite zeigen kann. Und ich habe nach Let's Dance auch ganz, ganz viele Angebote bekommen. Heißt das, du hast irgendwann mal auch damit gehadert, dass du in das Camp reingegangen bist? Ich hatte riesige Angst, dass ich nach dem Dschungelcamp eventuell jetzt, das Risiko ist da, dass man dann keine seriösen Angebote mehr bekommt. Mhm. Aber Let's Dance hat mir einfach geholfen, mich von einer ganz anderen Seite wieder zu präsentieren und auch zu zeigen, ich kann mich bewegen, ich habe meinen Körper unter Kontrolle und ich kann auch ganz anders. Ich falle auch nicht die ganze Zeit durch den Urwald und so weiter und so fort. Und es ist halt wichtig in meinem Beruf, dass ich halt diese Vielseitigkeit zeige. Und es ist mir durch Let's Dance gelungen. Und danach nach Let's Dance ging es dann gleich weiter. Aber du wolltest doch eigentlich in die Schauspielerei. Genau. Also diese ganzen Geschichten sind doch eigentlich in Wahrheit der Umweg, um irgendwann in die Schauspielerei reinzukommen, oder nicht? Stimmt. Aber ich bin ja auch schon in der Schauspielerei drin. Ich habe jetzt schon zwei Filme gedreht. Der eine war im Kino, der andere kommt jetzt ins Kino. Wie heißen die? Der erste war Rise Up and Dance. Ist ein Tanzfilm. Gut, da tanze ich nicht, aber ich spiele trotzdem mit. Und der jetzige ist dann ein Psycho-Thriller, wo ich eine der Hauptrollen spiele. Wie heißt der? Hopped Up. Hopped Up? Hopped Up. Hopped Up. Genau, das ist mit Mike Fischer als Regisseur. Ja. Worum geht's da? Da geht's um schwerziehbare Mädchen, die... Spielst du die Hauptrolle? Ja. Nein, warum denn? Ja. Oder eine... Marissa, du musst wissen, wir haben dich alle hier sehr in unser Herz geschlossen, damit du das weißt. Eine der Hauptrollen, sagen wir so weit. Und ich habe ja auch schon bei... von Dani Lowinski, Anna und die Liebe. Also ich habe ja im Cop Stories, ich habe schon einige Rollen gespielt. Auch schon vor dem Dschungel. Bin ja auch im Theater groß geworden. Also das war schon immer da. Nur von Filmrollen allein kann ich nicht leben. Und bist du in den Dschungel wegen der Kohle? Ehrlich? Ich bin in den Dschungel, natürlich, Geld spielt natürlich eine Rolle, ich würde lügen, wenn nicht. Es war ein gutes Angebot, ich habe mir 4 Jahre Zeit, also ich habe ja schon mal dieses Angebot bekommen, habe aber meine Schauspielausbildung in Amerika zu Ende gemacht. Mhm. Und danach hatte ich nichts zu tun und dann bin ich in den Dschungel. Du hattest einfach freie Zeit. Genau. Schauen wir mal. Und ich dachte mir, die haben jetzt mir gesagt, also als ich in den Dschungel gehe, bevor ich das alles... Bevor ich mich entschlossen habe, die haben auch zu mir gesagt, wenn du da reingehst, es kann am Ende ganz, ganz böse werden oder ganz gut. Und ich mag das irgendwie. Melanie Müller saß neulich hier und sagte, ich genieße jetzt mein neues Leben als Schrottpromi, sagte sie. Die hat eigentlich, die verdient wirklich gutes Geld. Ja, die macht auch einen sehr aufgeräumten Eindruck. Und das ist okay, ist jeder nur seine. Habt ihr Kontakt? Wir haben keinen Kontakt, das liegt aber wahrscheinlich auch an unserem Lebensstil zurzeit, weil wir nur reisen und so, aber... Man hört immer wieder voneinander. Man ruft sich an.
Ja, unter anderem, natürlich. Und jetzt die Wahrheit? Okay. Aber so. Ja, wenn es jetzt halt, ja doch, SMS ja. Und so. Ja. Wenn du auf diese Zeit zurückschaust, wir haben hier gerade gehört von dem Sturm, den Carmen Thomas über sich ergehen lassen musste, beispielsweise. Mhm. Wir haben auch hier darüber gehört, wie schwierig es war, bestimmte Dinge dann auch unterm Teppich zu halten. Wie schaust du auf diese Zeit zurück, über diesen Wahnsinn, der da über dich wirklich medial hereingebrochen ist? Muss man sich das so vorstellen? Also zu Hause am Wörthersee mit Paparazzi hinter jeder Hecke und auch im Wasser? Ja, bei mir war halt das insofern ein bisschen... Ich sag mal, ich würde selbst sagen, unterhaltsam, weil zuerst war ich die Schande Österreichs. Es gab Leute, die haben eine Hassgruppe gebildet, gesagt, ich schade dem Land, ich schade dem Tourismus. Und dann von einem Tag auf den anderen kriege ich irgendwie so einen Preis, so eine Award. Ach, danke, dass du hier bist, bist toll. Du bist die neue Sissi, das war dann so. Sozusagen, wir sind stolz auf dich. Und das ist halt dann auch für mich persönlich, wenn man dann alles liest im Nachhinein, wirklich, wenn man es, wenn dir Leute sagen, du bist eine Schande, sich für dich schämen, und dann von einem Tag auf den anderen dich hochfeiern, das ist schon auch ein Kampf mit mir selbst. Also sprich, ich freue mich natürlich, ich nehme das alles an, aber man denkt schon noch dran, wie schnell sich das Blatt wenden kann. Mhm. Deswegen bin ich halt froh, dass ich meine Familie habe, die, egal was ich mache im Leben, in guten, auch in schlechten Zeiten, immer zu mir stehen. Mhm. Wie geht's denn eurem Hausmeister, dem Engelbrecht? Dem Engelbert, Engelbert heißt er, Entschuldigung. Dem geht's gut. Was macht der? Der mäht draußen Rasen und so. Also noch immer das, was er bis jetzt gemacht hat. Und das Lustige ist immer, wenn dann Touristen kommen und die sehen ihn dann vom Hotel und die schauen dann immer ganz mit großen Augen, ist das nicht der Engelbert? Aber warum arbeitet der noch? Also die glauben, dass der reich ist, weil man ihn jetzt kennt. Oh, aber also reich, ohne zu arbeiten, ohne irgendwas gemacht zu haben. Das geht ja viel. Und die wundern, ja, sich dann, die wundern sich dann, warum der noch arbeitet. Aber... das ist halt sein Job. Und durch berühmt sein allein kann man kein Geld verdienen. Das geht nicht. So, und du schaffst es aber aus diesem Berühmtsein. Berühmtsein haben wir ja jetzt gelernt, auch gerade in den letzten Jahren, ist ja offenbar mittlerweile ein Wert an sich. Du schaffst es, das in bare Münze umzusetzen? Ja, also es ist halt bei mir so, dass ich bin halt, ich komme jetzt gerade von der Fashion Week zum Beispiel. Davor hatte ich ein Job als Formel 1 Reporterin. Davor hatte ich einen Dreh, weil ich jetzt in der Jury sitze. Mhm. Also ich mache zwar ganz viele Sachen, aber mein großer Traum bleibt die Filmbranche, die guten Rollen, weil ich bin halt, also ich will nicht geistig unterfordert sein. Model allein reicht mir nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch diverse andere Jobs, die ich zwar liebe zu machen, aber so richtig erfüllen tut mich nur eine gute Rolle, wo ich mich reinsteigern kann. Das brauche ich. Siehst du dich eigentlich so als Verona Pot 2.0? Nein, gar nicht. Warum nicht? Was macht denn die alles? Ja, alles Mögliche. Die hat irgendwie 1000 Sachen gemacht. Nein, gar nicht. Nein. Also erstens grillt sie doch mit euch, ne? Ja, die grillt doch auch, ne? Verona die grillt auch. Die musst du kennenlernen beim Grillen. Larissa grillt aber ja auch für Österreich. Er meinte es einfach, die Verona hat es verstanden, danke, dass alle denken, sie wäre dumm, aber sie ist eine sehr kluge Geschäftsfrau. Sie ist bauernschlau, ist sie. Sie hat sehr viel Geld verdient und hat den Leuten verkauft, sie wäre dusselig. Und du hast es eigentlich auch nicht leicht gemacht, dich zu mögen. Die ersten drei Tage, ich habe jede Sendung gesehen, die ersten drei Tage habe ich gedacht, man muss ihr helfen, aber nicht da. So. Und erst ab dem dritten Tag fing es an, dass man sagte so, jetzt mag ich die anderen nicht mehr. Die sollen die in Ruhe lassen. Und das machst du sehr gut. Wir waren alle am Überlegen, bist du jetzt echt so oder nicht? Spielst du das? Und wenn es eine Rolle war, war es eine Sensation. Hast du einen Oscar verdient. Weißt du, das fragen sich die Leute heute noch. Aber man muss ja nicht jedes Geheimnis lüften. Und at the end of the day, ich bin so, wie ich bin auch. Ja. Also ich bin, glaube ich, ein anständiger Mensch. Hab... Auf jeden Fall bist du die Treppe besser runtergegangen wie im Dschungel. Ja. Das ist das eine. Ja. Und ich sag mal so. Ja. Ich hab ja viele Leute, glaube ich, die immer so hin und her gerissen waren zwischen schicken wir sie in die Wüste oder adoptieren wir sie. Ich habe mich sehr früh dafür entschieden, sie definitiv zu adoptieren. Larissa, wünsche dir alles Gute für das, was da jetzt so kommt. Immer großes Vergnügen mit dir. Herzlichen Dank.